Der sollte ja auch mal wieder eine Runde schwimmen gehen. Ja, der sollte, glaube ich, wirklich. Schnell. Ich darf sie nicht verlieren. Wie? Wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Wie soll ich. Hau! How much is the fish? Rodrik, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Schwächer, wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Jetzt Maul! Da bist du ja! Und auch du! Maul! Ja, warte mal. Gibt ihr mir noch ein paar Steine? Keine Steine. Scheiße, ich brauche Steine. I need stones! Give me some stones! Okay. Wie viele Steine habe ich? Ein. Scheiße. Das war gar nicht so gut. Oh, warte hier. Seil. Verdammt. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Kann ich ihm einfach hinterherlaufen? Nee. Ich kann ihn nicht befreien mit einem Stein. Da sind. Er hat also die Tür gebaut. Viel zu viele Wachen. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Deron kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Weil ich brauche massenweise Steine für den Typen in der Mitte. Der hat eine dicke Rüstung an. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann... Ich brauche Steine? Ich brauche nicht irgendwelche Flüssigkeiten. Ey, Scheiße. Es gibt aber auch nichts für mich. Nix. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, ey, jetzt sag mir nicht, dass sie hier stehen bleibt. Oh Gott, okay, zum Glück nicht. Hier noch Steine. I need stones. Für den Typen braucht er Ziegelsteine, vergiss es. Hatten wir nicht so einen gepanzerten, wo wir die Panzerung step by step runterschlagen mussten? Irgendwie mit den. An die Arbeit! Stein? Den Boden ruiniert. Oh. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Vier Steine! Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Meine Theorie ist ja, wir haben ja diese Säure-Dinger. Aber die sind ja eigentlich nur für Helme. Komm, wir probieren es aus. Weil. Ansonsten würde ich in dem Ted. Aber wir haben ja auch keine Ratten. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch. Boah, das bringt gar nichts. Look up, sagt Jojo. Oh. Warum warte ich schon seit 2 Tagen? Alter, die hat aber jetzt mal durchgezogen. Aber danke. Geil. Haben die anderen alarmiert. Oh shit. Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Bleib doch ruhig! Oh. Sorry, falsche Taste. Ich will dich gar nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast. So ein bisschen! So leicht. Komm schon. Ich hab Alarmgeschlag. Wir kommen hier nicht weg. Natürlich. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Steine. Oh fuck. Ich komme hinterher. Hey, weißt du,
wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Gibt's hier noch Loot? Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Oh, das war Ladezyklus. Das war gar nicht gut. Mach die Tür zu. Mach die doch zu. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Wir sind im Keller. Was ist das? Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich ist doch kein Keller. Nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In ja, das wäre gut. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Oh. Ja, aber hier unter... Hier ist eine Bibliothek? Ja, hier ist eine Bibliothek. Oh, ach du Scheiße. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Okay. Und warte. Können wir hier... Kannst du mir helfen? Schon gut. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Ah, okay. Also so ein bisschen Resident Evil-Style. Finde ich gut. Okay, du hältst es jetzt und ich kann jetzt... Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Warte, was? Du sollst den Hebel ziehen. Rodrik? Ist recht. Nein, nicht den! Lass los! Wie kann ich abbrechen? Ach doch nicht. Was? How much is a fish? Wie kriege ich denn das jetzt? Wie lässt ihr jetzt wieder los? Rodrik, lass ruhig. Danke. Halt. Ja. So, hier. Mach mal den hier. Also los. Sofort. Ja. Kann ich nämlich hier die Kiste rausholen? Alles gut. So weit. Sehr gut. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Okay. Könnte ich mich jetzt einfach hier so hinstellen? Geht das? Perfekt. Und was ist das hier für ein Durchgang? Igitt. Das lasse ich lieber, wo es ist. Blut. Und eine weitere wunderschöne... Deine Geschichte. So. Bleib doch mal oben. So, im besten Fall kann ich jetzt direkt zum Buch, oder nicht? Aber ich gehe mal von aus, ich muss den langen Weg gehen. Wäre jetzt zu einfach, wenn wir sagen... Übrigens, ich heiße Amicia. Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert, er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Wait. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Ach so, hier ist noch so ein Ding. Warte mal, wo muss ich denn das denn hinbringen, wenn ich jetzt noch so ein Wegelchen habe? Warte mal, hier komme ich hoch. Was könnte er machen? So, das kann er dann runter machen, dann geht das hoch. Dann muss ich ihm sagen, er muss loslassen. Muss er das hoch machen? Warum habe ich jetzt noch einen zweiten Wagen? Na, das werden wir gleich herausfinden. So, wir hüpfen jetzt erstmal hier wieder hoch. Schon immer noch eingestellt. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Ach, das hier. So, jetzt sag ich dir. Rodrik? Mach mal den da. Da ist noch Loot. Okay, jetzt kann ich hier rüber. Jetzt muss ich ihm sagen... Jo, lass los. Nein, halt. Ja. Kann ich hier durch? Sehr gut. Rodrik? Mit den hier. Sofort. Ja.
Das Problem, was ich jetzt, glaube ich, habe, ist, wenn ich hier draufstehe, kann ich ihm sagen, lass los? Weg da, Amicia, du stehst im Weg. Ja, das habe ich mir gedacht. Er lässt nämlich nicht los. Okay, wait. Warte. Kann ich jetzt, wenn er das oben hält, kann ich jetzt hier runterhüpfen? Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Ja, okay. Damit es nicht runterfällt. Was meint er denn jetzt? Also, wir haben hier noch den Wagen. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein! Nein, alles gut. Ich krieg alles hin hier. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Wie? Also, warte mal. Wenn ich den jetzt da runterschiebe, dann bleiben die auf derselben Höhe und ich kann da rüberklettern? Verstehe ich das richtig? Das hat so jetzt gedacht? Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Okay, wait. Checken wir aus. Aber vorher nehmen wir noch die Loot mit, den wir da vorhin gesehen haben. Hier hinten. Aber ich muss noch irgendwas herstellen können, oder? Ja, okay. Lass mich doch durch. Okay, lass mich nicht durch. So, du kannst schon mal hier aufmachen. Jetzt. Ist recht. Und dann dürften wir jetzt eigentlich, glaube ich, müssten wir noch rüberkommen. So, jetzt einmal fallen lassen. Ist doch los. Warte. Ja. Und jetzt kann ich hier... Ja, wirklich, ich muss da wirklich was darunter stellen. Okay, verstehe. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Was? Lass uns erstmal das Buch nehmen. Ich hab's. Ich kann es einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh, oh. Zurück. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich kenne dich, Amicia Derun. Derun. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Also ich sag immer wieder, irgendwas hat unser Bruder in sich, was... Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Also wie gesagt, irgendwas muss der Bruder in sich tragen. Also ich habe immer noch die Meinung, dass der irgendwas steuern kann. Also dass er wie so eine Art Macht entwickelt. Bereit? Das wird die Hölle. Schneller und wie ich bereit bin. Was wird es? Warum? Was? Nun duck dich doch. Sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Konnten wir nur so sehr die Kontrolle schwere Rüstung. Verlieren. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Hau! Oh. Dein Zeichen. Drücke Q. Was? Machst du das, Rodrik? Als
ernsthaft? Was für ein Vater. Lol. Machst also, du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Kann ich nachvollziehen. Das reicht, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommt. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Ja, nö. Alles gut. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ja, wir können ihn ablenken. Stimmt, warte mal. Blub, Steinchens. Dieses Geräusch. Was ist das Geräusch? Du bist erledigt. Alter, Roderick gefällt mir richtig gut. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Der steht nicht wieder auf. Also, hat er schon... Lukas, ein dufter Tuch. Er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Okay, haben wir hier noch irgendwo Loot? Nee. Also da hinten, das kann ich nicht mitnehmen. War hier hinten noch Loot? Keine Ahnung. Ich hasse es, hier rumzustehen zwei. Und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Muss jemand hier ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Na dann? Die Wache. Du wirst bezahlen. Ihr wart das. Diesmal kommt ihr nicht. Lass mich los. Okay. Schlimmer wird es. Alles in Ordnung? Das war jetzt... Sorry. War ein bisschen früh von mir. Passiert mir sonst nicht so oft. Sorry. Okay, das heißt, beim nächsten Mal muss ich ihn erstmal machen lassen. Okay. Gut, 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 gut. Müssen wir eigentlich jetzt noch weiter sneaken oder sind wir jetzt hier gleich im Ausgang? Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Würde ich... Ja. Sie führt nach draußen. Aber wir sind bestimmt noch nicht alleine. Ich rieche Feuer. Was? Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ja, gib her. Ein Versuch ist es wert. Es ist wie Harry Potter, wie er lebt und lebt, gefühlt. Nur auf das Feuer zielen. Ich hab auf das Feuer gezielt, Chat. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Okay. Und jetzt mache ich das Feuer wieder an, quasi. Also, weil da hinten ist Loot. Ja, das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus für dich. Scheiße. Warte mal, könnt ihr bitte mal dahin gehen? Also ihr auch. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich okay, muss zu Hugo. Weiter. Achso, hier unten ist ja auch noch einer. Oh Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich war so beschäftigt mit Looten. Ausschleichen können, wenn ich dir die Finger kriege. Ja, was dann? Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Ja, warte mal, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Kann ich jetzt nicht einfach ihm trotzdem das Ding gegen den Kopf klatschen? Geht das nicht? Nee, geht nicht. Kann ich seine Fackel ausklatschen? Das tut mir jetzt aber gar nicht mal so leid. Das ist der einzige Weg. Ich kann Fackeln jetzt damit auch ausmachen. Das finde ich richtig gut. Scheiße,
alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Na gut. Wait a second. I do my part. I do this for you. Ich weiß noch nicht wie. Warte, ich überlege gerade kurz. Ganz kurz, warte kurz. Warte. Können wir einfach einen da hinlocken? Geht das? Was war das für ein Geräusch? Ja, geh doch mal gucken. Amicia, die Helme. Der ist für dich. Verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Gute Arbeit. In seine Haut möchte ich nicht stecken. Also ich mag diesen neuen Kumpel. Ich finde den klasse. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oder hier habe ich fast Loot übersehen. Oh, scheiße, kann ich nicht mitnehmen. So, weil ich kann ihn jetzt hier mit dem Töpfchen... Töpfchen! Wo ist mein Töpfchen? Da! Nee, falsch. Mit dem Töpfchen können wir ihn ja ein bisschen ablenken. Was soll der Lärm? Ja, was war das für ein komischer Lärm? Hallo, ah, und jetzt kann ich ihn sogar noch hier... Du bist erledigt. Ich mag den Typen. Einer weniger. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Ich finde den klasse. Dufter Typ. So, müssen wir jetzt hier wieder rein? Also, warum haben wir das jetzt gemacht? Wo müssen wir denn hin? So, jetzt sind wir hier für uns. Okay. So, hier waren wir vorhin. Oh nein, ich habe hier Loot übersehen. Ich will hier rein. Aber ich komme da nicht mehr rein. Guck mich doch noch mal rein hier. Schau mal. Sehr gut. Muss ich hier rüber? Also muss ich hier hin? Wahrscheinlich. Da hinten ist auch noch mal Loot. War ich ja schon drin? Verdammt. Okay, wait. Guck mal. Ach du Scheiße. Aber hier geht's auch nicht weiter, ne? Das ist jetzt eigentlich nur Stuff, aber das Loot. Und ich, den, also mich würde schon interessieren, was da ist. Geht mal in die Ecke da. Okay, jetzt gehen nicht alle in die Ecke. Das ist schlecht. Okay, kann ich sagen, geht mal in die Ecke? Allesamt? Geht das? Das war gar nicht so gut. Okay. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Also ich will da eigentlich, will ich da hin. Also komm, das muss doch gehen. Nee, das geht nicht. Ist hier irgendwo Licht? Irgendwas, was ich entzünden kann? Nee. Na gut. Ich lasse es echt ungern liegen da hinten. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber eigentlich ist... nicht schön. Aber man muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe keinen Schimmer, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt hier alle erledigt. Geht's hier irgendwo noch weiter raus? Nee.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich hier rein muss. Müssen wir wirklich da rein? Okay, wir müssen doch hier rein. Scheiße. Tiefluft. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Ja, lass ihn verbrennen. Pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nein, wir... Mach auf. Schon, komm schon. Hörst du mich? Mach auf. Oh Gott. Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Öffne sie. Rodrik, geht's dir gut? Ja. Auf. Wir sind fast da. Von wegen! Komm! Alter, der hat aber ganz schöne Brandnarben im Gesicht, jetzt schon. Aber sie hat das Buch. Und die Universität brennt. Ein bisschen. Kapitel 11. Am Leben. Ja, zum Glück. Und wir haben einen neuen Freund. Darf man nicht vergessen. Aber dafür haben wir unsere Freundin nicht wieder mit... Also, wo ist sie hin? Da, sie ist zurück. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik. Aber psst. Rodrik. Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich. Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Drei Wochen später. Kriegen wir jetzt neue Waffen? Weil wir jetzt einen Schmied als Kumpel haben? Wäre natürlich auch geil. Wie so ein Schwert. Würde ich feiern. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Am Leben, bitte Rodrik, die Tür zu öffnen. Na, lass uns mal gucken. Mach mal auf. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Ja, Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Okay. Warte, spürst du das auch? Nein, also, wir waren sehr stabil. Was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Was? Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Was? Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Aber ich will da rein. Können wir da nicht... Kann ich da nicht trotzdem... Ach, Mann. Na klar. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Okay. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Was? Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Was? Also er hat auf jeden Fall viele Geschichten über Steine. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles... Aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh, oh Gott. Ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm, wie komme ich denn da hin?
Kann ich hier hoch? Geht das? Oh, die Musik wird gar nicht gut. Ich hoffe, unserem Brüderchen ist, geht's gut? Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Es wird immer schlimmer. Ja, Mann, du hast doch jetzt das Buch! So schnell auf. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Okay. Jetzt gehen wir wieder nach Hause? Ist okay, na gut. Amicia, Lukas! Aber werden die da nicht auf uns warten? Also die unseren Bruder wollen? Das geht doch nicht gut aus.